Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich wollte mit euch einmal so einen Herzlutscher verpacken und das soll dann nachher so aussehen. So eine kleine Spielerei, ihr kennt mich ja. Und ich hatte mir nämlich bei Amazon Anfang des Jahres diese Herz-Valentinstags-Geschenk-Herz-Lutscher mit Himbeergeschmack, die schmecken tatsächlich, weil, wenn ihr mal hier guckt, diese hier zum Beispiel, solche kann ich natürlich nicht verschenken, sondern die müssen schon, das Herz muss schon zu sehen sein, das ist hier irgendwie total gebrochen und die muss ich dann für mich lutschen, was ja dann ja nicht schlimm ist, aber ist natürlich nicht ganz so schön, wenn man keine Ahnung, wie viel da drin sind. Und die, ich sag mal, die Hälfte vielleicht, so wie hier, dieser ist zum Beispiel auch nicht mehr schön. Die drei sind dafür umso besser, ne? Aber ich habe gedacht, ich nehme euch einfach mal mit. Oh, guck mal, der kommt auch auf die Seite. Um euch einmal zu zeigen, auch so eine Kleinigkeit. Ich finde ja, für Lutscher ist man nie zu alt oder zu groß. wie man so eine Kleinigkeit nett verpacken kann. Ist easy peasy Verpackung mal wieder. Ich wollte nämlich in diesem Jahr die Stanzen von Action mehr benutzen und habe dann erstmal mir diese Stanze rausgesucht und habe damit das Herzpapier von, das ist glaube ich von Teddy, genau, habe ich mir das Herzpapier einmal ausgestanzt. Habe ich es hier irgendwo schon zwischen? Da. Genau. So. Und auf dieser Grundlage habe ich das Ganze nämlich geguckt, ob das passt mit dem Herz da rein. Das muss natürlich dann so rum verpackt werden. Und hinten, weil es ja ein ganzes Stück ist, sind die Herzen halt falsch herum. Aber ich finde hier diese Variante so total niedlich, total süß. Und man kann hier damit eine kleine Freude machen. Und ich denke, das kommt gut an. Wenn man ihn so verschenkt, ist es ja auch schon nett. Aber ich finde, so ist es noch ein bisschen netter. Und das wollen wir jetzt gemeinsam einmal machen. Wie gesagt, ich habe das Designerpapier schon einmal vorgestanzt. Den Lutscher haben wir jetzt hier. Wir stempeln gleich einmal ein Motiv ab. Und zwar nehmen wir auch den. Dann habe ich von Lawnfawn schon längere Jahre, ich glaube 5 Jahre bestimmt schon, dieses Stempelset und habe mir die Herzen rausgenommen. Das sind diese 2 Herzen schon mal ausgestanzt. Und XOXO habe ich hier auch schon ausgestanzt. Und das ist von der Handstanze ein kleines Herz, was wir dann ja auch noch bestempeln. So wie hier ja auch Be Mine. So, die beiden packe ich erstmal hier wieder rein. Das Set habe ich auch so wenig benutzt, das muss mal wieder mehr verwendet werden. So, das brauchen wir gleich noch. Was habe ich noch gemacht, verwendet? Ich habe mir noch von Stampin' Up, das ist schon, ist das schon alt, ein Stück davon werden wir uns gleich abschneiden. Und von Clearly Besotted Be Mine, das werden wir dann gleich einmal stempeln, auf das rote Herzchen drauf. Und dann ist das eigentlich easy peasy gemacht. Ihr kennt mich ja, ne? Am liebsten easy peasy. Ich mag das, wenn man so Kleinigkeiten so ein bisschen aufpeppt. Ich finde das schön. Und dann habe ich hier noch doppelseitiges Klebeband, das brauchen wir diesmal. Und wir brauchen noch einen Rest für XOXO. Ich hoffe, das passt da drauf. Das passt da drauf. Wunderbar. Okay, also dann falzen wir einmal das Ausgestanzte. So. Dann habe ich mir das so hingelegt, dass ich hier ein Streifen und da ein Streifen doppelseitiges Klebeband dran kommt. Dafür brauche ich nochmal
probiere das einfach mal. Ich darf es nur nicht gleich falsch rum kleben. So. Einmal nachts rubbeln, so dass das. Bei dem geht das hier immer ein bisschen auf. Da muss ich noch mal gucken. Eigentlich ist ja genug Kleber da, dass es halten sollte. Jetzt nehmen wir den Lutscher und dann gucken wir, dass es so rum in die Mitte reinlegen. Und dann sollte es eigentlich halten. Zukleben. Wunderbar. Und dann brauchen wir noch die Klebemaus. Das hier ist mir zu filigran gewesen, das so aufzukleben. Deswegen gucke ich, passt. Habe ich einfach die Klebemaus genommen und mache da jetzt einfach so Kleber drüber. So, wenn man da nicht zu oft drauf rumfest anfest, dann merkt man das gar nicht, dass da noch Kleber überall ist. Ihr könnt das natürlich auch filigran ausschneiden oder mit doppelseitigem Klebe, sagt man schnell, Klebestreifen schon so das ausstanzen. Das gibt es natürlich auch. Habe ich jetzt aber nicht gemacht, weil mir das zu filigran ist. So, dann haben wir hier ein Herz, dass das Band dazwischen passt, von hinten, und zwei Herzen von vorne. Wie mein. So, gucken wir mal, dass ich das auch wieder gut stempel. Ich nehme es mal ein bisschen dichter zu mir. So, passt. Und dann müssen wir ja auch noch das Motiv kolorieren. Und dann auch noch ausschneiden. So. Dass er mir hier nicht verloren geht. So. Dann können wir das schon mal draufkleben. Auch mit der Klebemaus. Ihr könnt natürlich auch Flüssigkleber nehmen oder doppelseitigen Klebestreifen, Klebeband. So. Und dann haben wir hier das eine Herz, da kommt der Tombo zum Einsatz. So, und jetzt brauchen wir noch das Motiv vom Anfang. Ich lege das mal jetzt hier übereinander. So. Und das mache ich, weil ich das ja jetzt mit dem Spektrum Noir kolorieren möchte, nämlich das Memento-Stempelkissen. Das andere würde schmieren, das habe ich schon ausprobiert. Das, was ich sonst immer verwende. So, ich stempel das hier mal ab. Das ist ein DIN A3 Bogen, 250 Gramm Papier, was ich zum Kolorieren gerne verwende. So, und einmal schnell den Stempel abputzen, dass der lange hält. So. So. Okay, und dann wird einfach nur koloriert. Ich habe mir schon die Stifte rausgesucht. Das ist einmal IG5, IG3 und IG2. Und dann geht das eigentlich schon los, das Kolorieren. Heute mal ganz ohne Musik. Ich werde es überleben. Ich glaube, ich muss meine Brille aufsetzen. Habe ich letztes Mal schon festgestellt, dass durch die Corona-Erkrankung irgendwie
meine Augen noch nicht ganz da sind, wo sie sein sollen. Habe ich aber mal Arzt gesprochen und der meinte auch, dass mit dem schnellere Aufnahmefähigkeit, so wie früher, das kommt alles wieder, meinte er. Ich muss meinem Körper halt nur Zeit geben. Dann machen wir das doch, ne? Das ist ein anderes, wie man sieht. Obwohl, das ist die Triblende, habe ich dafür genommen. Also die gleichen IGs, sage ich mal. Und trotzdem ist es unterschiedlich. Das sieht ein bisschen wärmer aus als das. Also. Dann haben wir hier einmal den Punkt. Wunderbar. Super. Das ging ja echt mal schnell, die Koloration. Und das Ausschneiden geht auch recht schnell, weil es doch so ein schön einfaches Motiv in dem Sinne ist. Ohne viel Filigran. Kram. Ihr seht schon, das Ausschneiden funktioniert auch nicht mehr ganz so gut. Ich brauche länger, ein bisschen mehr Geduld. Und ich nehme dafür dann lieber diese hier. Mit der habe ich ja schon als Kind immer gerne geschnitten. Als Teenager. Und genau, weil sie so schön gebogen ist, komme ich natürlich gut um diese Rundung nach da. Die muss ich die Schere mal ein bisschen anders halten. Die kommt ja gleich. Also eine Schere. Ich weiß gar nicht, wie lange ich die schon habe. So eine gebogene Schere, wenn man damit gut zurechtkommt, ist die Gold wert. So. Wir haben es gleich. Juckt. So. Ja, also bei solchen leichten Motiven ist es natürlich schön, wenn man das so an der Linie ausschneidet. Sieht natürlich dann netter aus. Bei manchen kann man das nicht so gut ausschneiden. Und manchmal finde ich das auch nicht schlimm, wenn da Weiß drumherum ist. Ja, hat mich die Seite hier. Da guck ich gleich nochmal nach, warum diese Seite mal aufgeht, weil die beiden gehen nicht auf. Ich hoffe, diejenige, die das dann bekommt, dass sie die noch isst. Weil ich bin auch immer so, ich freue mich immer die Sachen. Gucke ich mal, wie lange sie noch haltbar sind. Und dann kurz vorm Haltbarkeitsdatum, dann meistens werden sie gegessen, die Sachen. So, jetzt gucke ich nochmal, woran liegt das denn? Gut, so, wir haben also das Motiv. Wir haben hier ein bisschen Abstandshalter. So. Lang, dann kürze ich das mal kurz einmal ein.
Super. So. Dann haben wir den da drauf. Und jetzt ist es ja gar nicht mehr so schwer. Das ist nur ein bisschen Fummelarbeit. So. So. Und dann mache ich, damit das auch dran bleibt, so einen Doppelknoten. So. Und das beides jetzt noch ankleben. Das habe ich wieder mit diesem Klebemaus gemacht. Das Herz schön großflächig einkleben. Und die Rückseite auch. So. Und ich klebe zuerst das Motiv drauf. Lege ihn mal ab, wenn ich das kann. So. Ich mag das gerne, wenn das Band in der Mitte ist. So. Und jetzt nur noch genau platzieren. Festdrücken. Und dann haben wir das fertig. Super. So. Und das ist so eine Kleinigkeit. Ne, wenn man davon ein paar mehr macht, braucht man auch länger für. Aber ich finde diese Variante irgendwie total knuffig, total süß. Und finde, das sieht doch netter aus, als den Lutscher so hinzulegen. Ich sage vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und hoffe, diese kleine Easy Peasy Idee hat euch gefallen. Und wünsche euch viel Spaß beim Kreativsein. Bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Ciao, ciao.